Grüß euch, hallo, ich bin die Nina. Ich möchte euch heute zeigen, wie unfassbar abwechslungsreich, vielfältig und toll Camping in Kärnten sein kann. Und weil es einfach so umfassend ist, haben wir es nicht einmal in einem Video geschafft. Wir haben drei gedreht und ich darf euch jetzt dann viel Spaß bei unserem ersten Teil wünschen. Kärnten ist Österreichs Campingland Nummer 1. Wir haben 100 tolle Campingplätze, wo für jeden Camper etwas dabei ist, sei es jetzt das Lieblingsplatz am See oder das Lieblingsplatz am Fuße eines Bergs, am Bauernhof, wenn ihr zum Beispiel nicht direkt mit eurem eigenen Wohnwagen kommt. Wir haben viele Mobile Homes, Holzchalets, wo ihr euch einbuchen könnt, die ihr für euren Aufenthalt verwenden könnt. Besonders ist auch das milde Klima bei uns, deswegen kann man natürlich Radl fahren, Mountainbiken, Kajak fahren, Stand-Up-Paddling, es ist wirklich alles dabei. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt gleich einmal an und beginnen mit dem ersten Campingplatz. Ja, der erste Campingplatz, den wir uns gemeinsam anschauen, ist der Terrassencamping Maltertal in der Familienregion Maltertal im Norden Kärntens, direkt am Tor zum Nationalpark Hohe Tauern. Da gibt es wirklich ein umfangreiches Freizeitprogramm für Jung und Alt. Also es kommen alle Familienmitglieder auf ihre Kosten, sei es im Streichelzoo, wie wir da gerade sehen, oder bei gemeinsamen Traktorkutschenfahrten als Familie, beim Ponyreiten oder bei Familienwanderungen. Ja, am Campingplatz selber gibt es auch ein Schwimmbad. Das ist zugleich auch das Gemeindeschwimmbad. Ist auch beheizt und wie ihr seht, die Kids können da total auf ihre Kosten kommen. Sie können sich austoben. Es dient aber auch zum Relaxen beispielsweise. Wie ihr seht, gibt es rund um den Campingplatz auch eine atemberaubende Natur. Man kann wirklich im Einklang mit der Natur leben, sei es jetzt beim Radlfahren, sei es beim Wandern oder bei anderen Aktivitäten, was vor Ort zum Beispiel auch angeboten wird, sind geführte Programme, zum Beispiel das geführte Kräutersammeln. Wie ihr das seht, werden die gesammelten Kräuter und die einheimischen Heilpflanzen, die ihr dann sammelt, zu einer natürlichen Zahnpasta weiterverarbeitet. Ihr seht da jetzt den Fallbach-Wasserfall. Der ist mit 220 Metern der höchste Wasserfall in Kärnten und ihr werdet es nicht glauben, man kann da auch klettern. Aber den Adrenalinkick gibt es bitte nur für erfahrene Kletterer. Ihr seht da jetzt den Campingplatz am Waldbad, gelegen im oberen Rautal in Kärnten in der Nähe vom Weißensee. Der ist eben direkt am Wald Rand und neben der Drau gelegen, also wirklich perfekt zum Traubaddeln am Traubaddelweg. Und nach dem Baddeln kann es dann beispielsweise mit dem Radl weitergehen am Trau-Radweg. Ihr habt in und um den Campingplatz auch die Möglichkeit, euch ein eigenes Rad auszuleihen. Ja, ihr könnt natürlich auch wandern gehen, es warten viele tolle Gipfel darauf, von euch erklommen zu werden mit einem super tollen Panorama aufs Trautal.
Direkt zum Campingplatz gehört auch das Schwimmbad, wo ihr euch nach eurem umfangreichen Aktivprogramm die nötige Erfrischung holen könnt, ist mit der Kärnten-Card sogar gratis. Weiter geht's für uns jetzt beim Campingplatz Anderwald am Farkasee, direkt eben am See gelegen mit Traumblick, Traumkulisse auf den Mittagskogel. Man kann auch wirklich der Natur ganz nah sein und ganz besonders sind die Tipps der Eigentümer, würden wir sagen. Sie haben wirklich extra geschnürte Freizeitprogramme für jede Camperin und jeden Camper, wie beispielsweise eine geführte Klettertour in der Roschitzka-Klomm oder Biken. Alles, was das Camperherz eigentlich begehrt, werdet ihr dort finden. Wie ihr seht, ist es ein total toller Campingplatz, um euren Familienurlaub zu verbringen. Und noch ein kleiner Geheimtipp von uns am Rande, schaut euch unbedingt den Sonnenuntergang am Farkasee an. Ich weiß nicht, hättet ihr euch gedacht, dass Camping in Kärnten bei uns wirklich so vielfältig und abwechslungsreich sein kann. Ich kann euch eins verraten, es wird noch besser, es wird noch abwechslungsreicher, zum Beispiel in unseren nächsten beiden Folgen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns ganz genau einen Campingplatz an, der total auf Hunde abfährt, wo eure vierbeinigen Freunde nicht zu kurz kommen und auch einen totalen Spaß im Urlaub haben können. Und das Ex-Bier, was das genau ist, verrate ich euch aber noch nicht. Das stelle ich euch dann in der nächsten Folge und im nächsten Video vor. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr uns ein Gefällt mir da lasst, wenn ihr unseren Kanal abonniert für weitere Videos und wenn ihr uns verratet, was euch in dem Video bei den Campingplätzen am besten gefallen hat. Bis dann!